Servus Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Und heute haben wir hier das Beisel Pyrotechnik Unboxing 2021-22. Wir haben hier 9 Pakete an der Zahl, also wo ich das abgeholt habe, kam es auf einer halben Palette eigentlich. Also es war auf einer Europalette gestanden. So viel hatte ich selber auch noch nie und dann habe ich mir spontan hier noch einen Funke Arschink mitgenommen und die sehr geilen Kugelkopfraketen von Beisel selbst. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Paket hier einfach an. So, dann geht es hier weiter, beziehungsweise was heißt geht weiter? Haben wir hier das erste Paket, da sitzt nicht allzu viel drin, ich habe das vorhin schon mal geöffnet. Haben wir hier eine ganz normale Knallkette von Fox, glaube ich, 200 Schuss. Hier die Makrokosmos 2 von Jorge, hatte ich selbst auch noch nie, bin ich mal gespannt drauf. Eine kleine Batterie, genauso wie die Watt King Tut, lustiger Name auf jeden Fall. Ja, dann hier ein Klassiker, die Lowrider von Explode, kleine aber feine Batterie. Genauso hier die Makrokosmos 2 noch von Jorge, bin ich auch mal gespannt drauf. Wie viel NEM haben die eigentlich? 100 Gramm. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. So, dann machen wir hier schon mit dem nächstgrößeren Paket los. Weiter, nicht los. Oh, ich sehe schon was Schönes. Sehr geil. Haben wir hier einfach nochmal den Feuerwerksbatterienhalter. Der hat letztes Jahr seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Dann haben wir hier nochmal von Watt die Backflip. Hatte ich auch noch nie, auch so eine kleine Batterie. Dann haben wir hier nochmal eine Pin-Up, ist auch schon ein Klassiker. Sehr geiles kleines Teil. Habe ich mal einen Feuertopf gekauft, weil ich gern mal den haben wollte, sagen wir es mal so. 50 mm Feuertopf Eld, Silberflimmer von Pyro Art, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Dann machen wir hier weiter mit der Double Deck Blue. Hatte ich selbst auch noch nie. Ich kriege sie gar nicht ganz auf die Kamera drauf. Ich lasse einfach hier drinnen. Hat 450 Gramm NEM knapp. 36 Schuss, 25 mm Kaliber. Ich habe bisher nur die Double Deck Red und Purple, glaube ich. Und die waren auf jeden Fall schon geil. Bin ich auf jeden Fall mal auf die Blue gespannt. Und ja, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. So, jetzt haben wir hier das nächste Paket, das dritte bis jetzt. Unter anderem sind aber auch zwei, ne, drei Verbünde, glaube ich, dabei sogar. Zwei im Drahtkäfig und einer, wo irgendwo so drin liegen müsste. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Oh, sehr geiler Anblick. Und ja, genau, hier ist der Verbund drin, der kleine. Hier direkt die Choco Choco 2 von Funke. Sehr geile Fontänen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hatte ich auch noch nie. Also, ich habe so einiges eigentlich, was ich jetzt dieses Jahr bestellt habe, noch nie gehabt. Vor allem, das ist ja auch eine Neuheit. Hat 168 Gramm auf 4 Fontänen verteilt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann haben wir hier noch so kleine New Generation Raketen von Jorge. Einfach so war für zwischendurch an Silvester. Dann hier sehr geile Bombenrohre. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Sollen ja die lautesten Salutbombenrohre sein. Das glaube ich auch. Habe ich direkt zweimal mitgenommen von Gao. Die Hammer Single Shots. Dann hier auch nochmal eine Neuheit. Der Feuerfalke von Funke. Kann ich jetzt so noch gar nichts dazu sagen. Sind 12 Vögel drin. Einmal Brokat. Beziehungsweise sechsmal Brokat und einmal Silberknister. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann haben wir hier eine Salut-Batterie, Red Thunder. Sehr geiles kleines Teil, ich glaube für 7 € oder so. Kann man da nichts falsch machen. Dann haben wir hier noch 3 Packungen Flashbangs von Nico. Auch sehr geile Bombenrohre, da wird auf jeden Fall ein Bombenrohrvergleich kommen. Weil ich habe noch ein paar Bombenrohre bestellt. Dann haben wir hier von Pyro Trade der Exo Zist 3, 100 Schuss Verbund, 40 Sekunden Brenndauer, den lasse ich auch mal da drin.
Ich weiß gar nicht, wie viel NEM hat der, kann ich mal schnell gucken. Der hat, da haben wir einmal 345 und einmal 405. Das heißt, wir haben ungefähr 750 Gramm NEM. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Kleiner, aber feiner Verbund. Ich glaube 43 Euro oder wie viel der gekostet hat. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Paket weiter. So, dann haben wir hier jetzt schon mal das nächste Paket. Ist auf jeden Fall eines der schwersten Pakete. Da müsste also auch einiges drin sein, was das angeht. Also uns erwartet eigentlich auch noch eine VE Thundercoin Max. Da bin ich mal gespannt, wo die drin ist. Oh, das ist auch eine Mischkiste. Auf jeden Fall. Geil. Wir haben hier zwei, drei Packungen Storm Bodenwirbel. In F2 natürlich. Sehr geile Bodenwirbel, finde ich. Erst also wie so dicke Brummer und dann mit Crackling-Ausstoß. Dann haben wir hier auf jeden Fall einiges an Crackling-Wellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Packungen Crackling-Bälle von Xplode. Auch sehr geile Teile. Und da bin ich mal gespannt, wie dann die Titanbälle groß von Argento sind. Da haben wir 3 Päckchen jetzt. Da müssten, glaube ich, sogar noch welche kommen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber was ich schon mal sagen kann, die Xplode Crackling Bälle liegen auf jeden Fall das Doppel gefühlt. Wir haben hier eine NEM von 45 Gramm. Und hier haben wir eine NEM von auch 45 Gramm, okay. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Haben wir hier die Red Thunder, ne, Blue Thunder von Argento, auch eine kleine Salut-Batterie, die gibt es ja jetzt dann nicht mehr. Deswegen noch zweimal mitgenommen hier. Genauso wie die Aidos, dann müsste es einmal die Ahsoka sein und nochmal die Aeon, genau. Auch sehr geile kleine Batterien für zwischendurch an Silvester. Dann machen wir hier weiter, eine Leslie Gold mit Standfuß. Ich weiß gar nicht, hat die letzte auch schon Standfuß gehabt, weiß ich jetzt gar nicht. Dann haben wir hier die Panda Crash, 9 Schuss, schon ein Klassiker, den hatte ich mal vor 3 Jahren. Jetzt dieses Jahr auch mal wieder, mal gespannt, ob die immer noch so gut ist wie früher. Dann machen wir hier weiter, Lucifer Gold, sehr geiler schlichter Vulkan. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen für 3 Euro, 3,50 Euro, was der kostet. Dann haben wir noch eine Cassiopeia von Jorge. Auch hier mit so einem angeklebten Betriebsanleitung, sag ich mal. Wie viel NEM hatten die? 140 Gramm. Ich glaube für 5 Euro oder wie viel die kostet, kann man da auf jeden Fall auch nichts falsch machen. Dann haben wir hier noch die zweite Leslie Gold. Auch sehr schönes Teil. Dann hier von Blackbox die Boosterblume. Muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal. Die hat 142 Gramm. Da wird auf jeden Fall auch ein Testvideo dazu folgen. Bin ich mal gespannt. Genauso wie von der White Red Rebel Cake von Volt. Auf jeden Fall sehr schwer, die Batterie. Haben wir hier eine NEM von... Wo steht denn das? Sehe ich gar nicht. Steht hier eine NEM-Zahl? Ne, 30 Schuss. Müsste 30 mm Kaliber sein. Naja, ne, steht hier wirklich nirgends. Bin ich mal gespannt. Ja, egal. Ihr seht sie bestimmt, die NEM-Anzahl im Video. Ich auf jeden Fall nicht. Hatte ich selbst auch, wie gesagt, noch nie. Dann hier noch, sehr geil, auf jeden Fall auch wieder aus der Eigenserie von Beisel Pyrotechnik, die Big Shot Cake 5. Kann man nur empfehlen, wenn ihr einen brachialen Zerleger haben wollt, kauft euch auf jeden Fall die Big Shot Cake 5. Habe ich eigentlich noch keine Batterie gesehen, wo da dran kommt. Ist der Karton auch schon wieder leer. Und würde ich sagen, machen wir mit dem nächstgrößeren, beziehungsweise, ja, einfach weiter. So, dann hier weiter mit dem 10er Triumph. Das ist ein Verbundfeuerwerk. Eine Verbundbatterie. Die hatte ich letztes Jahr auch schon. Also auch für 44 Euro. 2x 36 Schuss müsste es, glaube ich, sein. Ja, gut, ist halt im Stahlkäfig.
sehe ich jetzt nicht, aber die kann auf jeden Fall was, sagen wir es mal so. Die hole ich jetzt gar nicht aus dem Stahlkäfig raus. Kann ich auch nur empfehlen, weil für 44 Euro so ein Verbund mit 990 Gramm NEM. Also auf jeden Fall brachial. Ich habe da auch schon ein Testvideo hochgeladen, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Das verlinke ich jetzt oben einfach, oben im rechten Eck. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Verbund einfach. So, dann haben wir hier den nächsten Verbund. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ein fettes Gerät, auch mit Stahlkäfig, deswegen packe ich den jetzt gar nicht aus. Und zwar der Kayuto Kamuro. Ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Wir haben hier 128 Schuss von Leslie. Eine NEM haben wir hier auch. Und zwar von 1650 Gramm, wenn man das sehen kann. Also auf jeden Fall ein sehr fettes, schweres Teil. Könnt ihr auf jeden Fall das Testvideo dazu angucken, wo ich dann hochladen werde. Das wird auch so ein Verbund sein, wo um 0 Uhr gezündet wird, weil, also ich weiß nicht, was Geileres gibt es glaube ich gar nicht. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Paket. So, dann machen wir hier weiter mit einem geilen Paket von Argento, da war mal die Opal drin. Ist aber auf jeden Fall, glaube ich, nicht drin. Ne? Beziehungsweise doch, die müsste ich auch bestellt haben. Aber nicht achtmal, nur einmal. Okay, da sehe ich schon mal was Geiles. Okay, ja. Oh, ja. Sehr geil. Dann haben wir hier auch nochmal die Knallkette. 200 Schuss, was wir vorhin hatten von Fox. Dann haben wir hier Sputniks. Auch sehr geile Bombenrohre von Leslie. Hatte ich selber auch noch nie. Habe sie nur im Vorschießen-Video gesehen von Beisel Pyrotechnik. Und dachte ich mir, die muss ich auf jeden Fall mal einpacken. Haben eine NEM von 80 Gramm, also 20 pro Bombenrohr, 30 mm glaube ich müsste es sein. Ja, haben wir hier nochmal einen Lawrider, kleine Batterie. Haben wir hier die Big Shot Cake 2. Wie gesagt, wenn ihr fette Zerleger wollt, holt euch die Big Shot Serie. Am besten gleich alle. Sehr geiles Teil, das ist, ja, die 2, habe ich ja gesagt. Dann haben wir hier die Capri von Argento, müsste glaube auch eine Neuheit sein. Sehr fettes Gerät, 30 mm von Argento Feuerwerk. Haben hier eine NEM von, glaube sind müssten 325 Gramm. Dann geht es hier weiter mit der Orchid von Argento. Hat auch, ne, hat 260 Gramm, die ist auch leichter, muss ich sagen. Auch sehr geiles Teil. Und dann hier eine fette Salut-Batterie, beziehungsweise Gold-Batterie noch. Die Salute von Pyromax hat hier 54 Schuss, 20 mm Kaliber und eine NEM von 492 Gramm. Also richtig fettes, geiles Teil. Die habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nachbestellt, weil ich die unbedingt haben wollte. Dann würde ich sagen, haben wir noch zwei Pakete an der Zahl. Machen wir einfach das nächste Mal direkt. So, dann sind wir hier beim vorletzten Paket. Auch wieder ein fettes Paket. Da müsste eigentlich noch die VE mit den Thunder Connect Bombenrohren drin sein. Bin ich jetzt mal gespannt. Nicht, dass sie die vergessen haben, aber das hoffe ich, beziehungsweise denke ich nicht auf jeden Fall. Und zwar auch wieder sehr bunt gemischt. Wie ich sehe, sehe ich auch schon eine sehr geile Neuheit. Und zwar hier Höllenfeuer von Funke, das sind 5 Fontänen, 67,5 Gramm NEM. Mit 5 verschiedenfarbige Bengalfeuer verwandeln sich zu silbern Kreischfontänen mit abschließendem Silber-Cracker-Eruption. Also Crackling-Fontänen am Ende noch. Haben wir hier einfach mal zum Test mitbestellt, Kanonen-Slug. Müsste von Leslie sein, ja genau. Dann hier Explode Smoke Birds. Habe ich auch jedes Jahr, sehr geile Teile. Haben wir hier noch Firefly, so ein paar Vögel. Einfach mal auf für zwischendurch oder für ein paar Videos. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Dann haben wir hier die Lilliput-Raketen von Funke. Also da bin ich ehrlich, die hätte ich mir auf jeden Fall größer vorgestellt. Die sind echt nicht groß. Aber das, was natürlich, die Größe hat nichts zu sagen, das, was natürlich rauskommt, natürlich das Entscheidende. Dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, da
3, 4 Päckchen Skyrockets. Die sind ja mittlerweile nicht mehr so bekannt, würde ich behaupten. Früher wurden die ja oft gern gekauft. Dachte ich mir, ich kaufe sie auch einmal. Weil für 2,50 Euro oder wie viel kann man echt nichts falsch machen. Pro Päckchen. Dann haben wir hier 4 Päckchen Pfeifraketen von Fox. Kann man auch nichts verkehrt machen damit. Genauso wie hier die Lone Star Knisterteufel. Also das sind diese Feuerteufel hier. Was heißt Feuerteufel? Die Knisterteufel, Rubin, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Crackling Feuertöpfe, genau. Haben eine NEM von 111 Gramm. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Eigentlich habe ich da noch mehr bestellt gehabt von einer anderen Bestellung, aber kam bis jetzt noch nicht an. Genau, dann haben wir hier nochmal eine Blue Thunder von Argento. Dann haben wir da nochmal eine Alpha von Argento. Ich weiß gar nicht, hatte ich die Alpha schon? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Dann haben wir hier nochmal einen Silver Vulkan von Jorge. Ja, hatte ich auch noch nicht, aber es soll ja ganz geil sein. Na, hier auch ein kleiner Klassiker. Red Meteor ist bei mir jedes Jahr dabei. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Haben wir hier 2 Päckchen Defender von Panda. Hatte ich selbst auch noch nie. Bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt drauf. Ja. Also kleine Bombenrohre. Dann haben wir hier Thunder King von, ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist. Für 3 Euro gab es die. Waren 1.3G Fabrikat. Oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Naja, bin ich mal gespannt. Also für 3 Euro kann man da, wie gesagt, auch nichts falsch machen. Haben wir hier noch eine Panic von Panda. Weiß gar nicht, habe ich mir die schon mal bestellt? Ich glaube letztes Jahr. Oder war die schon in einem Paket? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bin ich ehrlich. Dann muss ich hier gerade mal ein bisschen Platz schaffen. So, weiter geht's. Hier ein einzelnes Päckchen Big Balls. Ja, dann hier Thunderbolts von Argento. Auch geile Bombenrohre mit blauem Leuchtspuraufstieg zu Lautstangen Titansalut. Bin ich auch mal gespannt drauf. Da kommt auch ein Bombenrohrvergleich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann haben wir hier einiges an Nico Flashbangs. Und zwar haben wir hier. Oh Gott, ich krieg's gar nicht hochgeholt. 2, 4, 6, 8 Päckchen Nico Flashbangs. Kriegst du gar nicht aufs Bild drauf. Insgesamt 11 Packen haben wir dann. Mit denen kann man, wie gesagt, auch nichts falsch machen. Und einfach für Silvester saugeile Bombenrohre. Haben wir hier Big Shot Bombenrohre von Explode. Das 3 Päckchen. Hatte ich selbst auch noch nie. Wie viel NEM haben wir denn hier überhaupt? 61 Gramm, also ca. 20 Gramm pro Bombenrohr. Und dann haben wir hier, zu guter Letzt in dem Paket, die Thunder Kong Bulk Pack VE, also Thunder Kong Max VE eigentlich. Oder was heißt Max? Sind ja eigentlich, ja. Also ihr wisst ja, was ich meine, auf jeden Fall. 64 sind da drin. Für 29 oder 28 Euro. Für die Bombenrohre. Als kleinen Flashbang von Weco. Ersatz, würde ich behaupten. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. So, dann haben wir leider nur noch ein Paket, stelle ich gerade fest. Ja, dann würde ich gerade noch kurz das herholen. Haben wir hier noch, was ich dort mitgenommen habe, die Profi-Raketen, das Profi-Kugelkopf-Raketen-Set von Beisel selbst. Sehr geile Raketen. Ich glaube für 10 Euro oder irgendwie so. Dann haben wir hier noch von Jorge so römische Lichtergroße mit 55 Schuss. Und haben hier noch ein kleines Highlight, ein Funke Aböller-Schinken, hatte ich jetzt auch noch nie, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die sind. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt dann auch mit dem nächsten Paket weiter. So, jetzt sind wir hier beim letzten und größten und schwersten Paket, also ich weiß gar nicht, das hat bestimmt 20, 25 Kilo, würde ich sagen, wir machen es direkt auf. Also da weiß ich jetzt echt nicht, was drin ist, weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was ich noch bestellt habe. Ah, doch eine Sache. Oh, da sehe ich schon was Geiles. Auf jeden Fall. Und zwar haben wir hier
Pyro Union P1 Schallerzeuger. Da muss ich mal reingucken, weil die hatte ich selber noch nie. Alter, sind das Dinge. Also richtig heftig. Aber gut, für 9 Euro muss man das auch verlangen. Also, aber gut. Hier hinten auch mehr Loch als noch irgendwas, wenn man das so sagen kann. Dann machen wir hier weiter. Was ist denn das? Ah, eine Blechschere einfach noch dazu bestellt. Dachte ich mir, kann auch nicht schaden bei den ganzen Stahlkäfigen. Haben wir hier Big Crackers, auch sehr geile Böller von Geisha, müsste so Geisha müsste es glaube sein, ja. Die habe ich auch jedes Jahr eigentlich, weil sie einfach zu geil sind. Dann hier Firefly, so Mini-Vögel. Ich glaube 90 Cent haben die gekostet oder irgendwie sowas. Also auch nicht viel auf jeden Fall. Dann haben wir hier Chili Spinners, auch für zwischendurch an Silvester, sehr geil. Haben wir hier, was ist denn das? Sweet 16 von Watt. Ich weiß gar nicht, ob ich die bestellt habe, bin ich jetzt ehrlich. Aber wiegt auf jeden Fall was für die Größe. Wie viel NM hatten die? Steht da gar nicht. Bin mal gespannt. Ah doch, hier, oder? Nee. Ah doch, 58 Gramm NM. Haben wir hier Sitzpinkler für 2,50 Euro. Hat mich letztes Jahr auch auf jeden Fall überrascht. Von Leslie kann man auch mitnehmen. Haben wir hier zwei Päckchen Roder Corsar, auch sehr geile Böller für 5,50 Euro. Das Päckchen kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, ist bei mir auch jedes Jahr dabei. Dann haben wir sehr geile Argento Batterien hier: einmal die Color Sander, auch eine sehr geile Salut Batterie. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was die so drauf hat. Ich bin zurzeit so ein richtiger Salut-Fan geworden. Ich weiß auch nicht warum. Dann haben wir hier Giftzwerg. Ist glaube ich auch eine Neuheit aus diesem Jahr. Hat 168 Gramm NEM, 16 Schuss, 20 mm Kaliber. Auf jeden Fall wiegt auch auf jeden Fall einiges. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 7, 8 Euro, wie viel die kostet. Dann haben wir hier noch die Lucky 8 von Nico. Auch Crackling-Bälle, kommt auf jeden Fall im Vergleich. Dann haben wir hier Thunder King Batterie. Die war letztes Jahr, hatte ich die. Die Salut Batterie, auf jeden Fall hammergeiles Teil, muss ich echt sagen. Glaub, wie viel kostet die? 10 Euro? Ich weiß es gar nicht. Preise weiß ich nie so auswendig so richtig. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 5 Päckchen Moskitos. Auch immer dabei, sehr geil. Haben wir hier jetzt auch für mich eine Neuheit, hatte ich selbst auch noch nie. Die Laserballs von Argento, eigentlich gleich wie Moskitos, gleicher Aufstieg, bloß von Argento halt. 5 Päckchen. Ah, eigentlich hatte ich glaube da mehr bestellt, aber ich tue mich gerade nur täuschen, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier nochmal Titanball Groß von Argento. Dann hier Glitzergold. Sehr geiles Teil, 210 Gramm NEM. Für das, dass sie auf jeden Fall nicht so viel NEM hat. Auf jeden Fall sehr geile Zerleger. Dann haben wir hier die Scarlett von Argento. 10 Schuss müsste sein, 25 mm Kaliber. 140 Gramm NEM. Hatte ich auch noch nie. Ist glaube auch eine Neuheit, soweit ich weiß. Dann sehr schweres Teil. Die Violetta von Argento. Also auch 13 Schuss, 30 mm Kaliber, 325 Gramm NEM. Hammerteil, auch eine Neuheit. Genauso wie die Lavanda von Argento. Auch ein hammer geiles Teil. Aber hat nur 260 Gramm NEM. Die andere hat 325. Dann haben wir hier noch eine Smaragd von Argento, 10 Schuss. Ich glaube, die gab es schon letztes Jahr. Dann haben wir hier die Opal. Auch hammergeiles Teil. Ich glaube, ist auch eine Neuheit. Ich weiß es gar nicht. Genauso wie die Primavera. Wenn man es so ausspricht, weiß ich nicht. Auch 30 mm. 260 Gramm NEM. Sehr geil. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eine Gesamtübersicht hinbekomme. Und ob ich das überhaupt mache. Aber das seht ihr ja dann selbst, auf jeden Fall fette Sachen dabei, muss ich echt sagen. Aber ja, sehen wir uns aber gleich bei der Gesamtübersicht einfach wieder. Ich habe gerade überlegt, ich mache doch eine, weil
Ihr wollt ja auch sehen, was gesamt drinne war und nicht nur die einzelnen Artikel pro Paket. Und ja. So, Pyro ist jetzt hier die Gesamtübersicht. Also es ist schon einiges geworden. Ich krieg alles gar nicht aufs Bild drauf. Zum einen haben wir jetzt hier zum Beispiel das Bulkpack hier unten drunter von Leslie. Dann hier 10er Triumph, der Verbund, den sieht man schon gar nicht mehr. Genauso wie hier von Leslie, der große Verbund. Dann hier noch der Exorzist 3. Ein richtig geiler kleiner Verbund. Also, ihr seht schon, eigentlich hier ist alles auf Batterien ausgelegt. Nur hier das bisschen Kleinzeug. Was ich aber sagen muss, was mir am besten gefällt, ist auf jeden Fall hier Big Shot Cake. Die, wo ist denn hier? Ah, Funke, Aböller Schinken. Und noch die Big Shot Cake 2, die hatte ich noch nie. Und die hat mir jetzt am besten irgendwie auf dem Testvideo nochmal ausgesehen. Ich habe nochmal alle Testvideos von Beisel angeguckt, von den Big Shot Cakes. Und da hat mir jetzt die Zweier am besten gefallen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Genauso wie Profi-Kugelraketenset von Beisel, auch sehr geil. Auf jeden Fall eine relativ große Ausbeute, würde ich behaupten. Da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu an Testvideos und Videoserien. Seid gespannt, würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.